Soul Singing. Inforadio vom RBB. Es ist wieder Montag. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Woche beginnt. Hier ist Leon Stäbe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kannst du auch Energy? Ich glaube nicht. Na, nicht. Das war, glaube ich, zu temperamentvoll. Warte mal. Wir müssen es nochmal machen. Halt dich ein bisschen zurück. Du bist Inforadio-Moderator. Ja, eben. Also, nochmal. Willst du wissen, warum wir hier sind? Warum? Weil die National Sleep Foundation of the United States of America empfiehlt und wahrscheinlich auch überwacht, dass Erwachsene 7 bis 9 Stunden schlafen pro Nacht. Hältst du dich daran? Nicht immer, muss ich gestehen. Ich versuche bis 10 im Bett zu sein. Und wann stehst du auf? Um 3. Es ist jetzt 4 Uhr. Hier ist der Kaffee. Und jetzt geht's ab ins Studio. Inforadio vom RBB. Und ich habe gerade mit Luxemburgs Außenminister Asselborn gesprochen. Verschläfst du manchmal? Kommt manchmal vor. Ich habe so einen Deal mit meinen Redakteuren. Wenn ich um 3:45 nicht im Sender bin, dann müssen sie mich wach klingeln, stumm klingeln. Und ist das schon passiert? Ist schon passiert, natürlich. Bleibst du im Bett liegen, wenn du kannst? Ja, klar. In Asiens Megastädten ringen Millionen Menschen nach Luft. Ach, Smog. Smog. Der Smog. Ocker ist im Kommen. Aha, wo denn? Für was denn? Kennst du Moof? Nee, was ist Moof? Wie sieht denn das aus? Da weiß der Mann so viel, aber das weiß er nicht. Ja, man sollte vielleicht auch nicht Gala lesen, während man, genau. während man mit anderen redet. Ja, das stimmt. Leon, ich würde gerne Interviewtechnik an dir ausprobieren. Bist du bereit? Ja. Kaffee oder Tee? Tee. Apple oder Microsoft? Apple. Jauch oder Lanz? Jauch. Obama oder Putin? Obama. Big Bang oder How I Met Your Mother? Big Bang. AfD oder Magen-Darm? Magen-Darm. Mayo oder Ketchup? Ketchup. Wo wir bei Pommes sind, möchtest du über schlechte Überleitungen reden oder über deine Zeit in Brüssel? Genau, beides reden. So sind Fernsehleute normalerweise. So ist, fühlt sich Fernsehmachen genau an, wie in einem Schaufenster sitzen. Genau. Guten Tag. Wie wird man Korrespondent? Man muss es erstmal sagen. Ich will. Ja, das ist ganz wichtig. Also auch für junge Leute, die vielleicht Lust haben, das irgendwann mal zu machen. Man muss einfach irgendwann mal sagen, ich will. Korrespondent ist ja wirklich die Königsklasse. Also da ist man doch erstmal einen Meter größer, wenn man das hört. Toll. Das ist toll, die Freiheit, Themen zu setzen und selbst auch Reportagen zu machen. Und man hat es wirklich selbst in der Hand. Man ist so mehr oder weniger sein eigener Chef. Der Leon Stäbe, der war mal Korrespondent. Du bist gar nicht so stolz drauf, wie ich wäre, wenn ich mal Korrespondent wäre. In Hollywood oder so. Seychellen, Bali. So war es, würde ich mir vorstellen. Ah, okay. Würde auch Asien. Ich würde auch Themen setzen. Schwierige Frage. Ich träume von einem Format, was die Leute wirklich heiß und innig lieben, weil sie da Informationen bekommen, die sie woanders nicht bekommen. Leon? Ja? Leon, du weißt, was ich jetzt von dir will, ne? Ich glaube, ja. Machen wir's? Ja? Ja. Okay. Okay, los. Hier ist Crazy Leon mit der Morning Show. Ihr hört den besten Sender von Berlin mit dem geilsten Scheiß aus. Den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Ich kann's einfach nicht. Ich glaube, wir können es beide nicht. Wir oder? Möglicherweise beide nicht. Room to improve. Man hört ja nie auf als Journalist. Nee. Aber manchmal wünsche ich mir schon ein bisschen Musik. Beim Inforadio? Manchmal. Bei Wetter und Verkehr haben wir ein bisschen Musik. Du meinst so ein Jingle? Ja. Ist keine Musik. Nee, ja, aber so ein bisschen drunter ist keine auch Musik. Musik. Nein.
Nein, es ist keine Musik. Wenn wir Pannen haben, haben wir Musik. Ja. Das sieht ja nicht so.